Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zur Folge Nummer 4. Es ist eine Folge, die komplett Vollgas gibt. Ne? Ich dachte hier, Kim ist Mutter Teresa, nach dem, was der uns in den Folgen 1 bis 3 erzählt hat. Stellt sich raus, absolut gar nicht. Er ist der Teufel. Wieso, weshalb, warum, seht ihr heute. Aber wir wissen, also Übernachtungsdate heißt ja jetzt auch nicht, dass die beiden Sex hatten. Ich glaube, die können doch wirklich vielleicht eine lange, sehr gute Unterhaltung geführt haben. Fuck, ey, das ist doch nicht wahr. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen möchte, auf TVNOW, Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir starten rein. Die Stimmung nach der Patzerei ist, niedergeschlagen. Status quo war ja, Manfred hat Jan, Bonn und Max verpetzt, weil die ab und an mal ein bisschen kuscheln, ne? Manfred, du bist ein Teufelsrochen, bist du! Ein Teufelsrochen! Es war die Wahrheit! Teufelsrochen? Geil. Wahrheit! Guck mal, ja. Spiegel! Wahrheit, kennst du doch gar nicht das, weil du weißt gar nicht, wie man das schreibt! Ja. Du weißt doch gar nicht, wie man das schreibt! Bisschen hier auch, ne? Naja. Die Boys sind sauer. Bist du Chase Willmann? Fickt euch doch alle, fickt euch doch einfach alle. Fickt euch einfach alle. Genau, lass raus. So nicht. So spricht keiner mit Manfred. Was mich halt traurig macht, gestern hat man halt realisiert, dass, ja, dass halt jeder irgendwie Ellbogen auffährt. Och man, Bonn, hör auf zu weinen. Das wird schon alles wieder. Aber dafür seid ihr halt da. Es ist jetzt keine Show, um da groß neue beste Freundin zu finden, sonst was, sondern die Liebe. Und da muss man auch mal ein bisschen. Sonst schaltet auch keiner ein, weißt du? Ein kleines Schwein. Ich finde Manfreds Aktion falsch. Und manchmal braucht man halt auch einfach mal eine Umarmung. Also ich hoffe, dass er merkt, dass das, was er gemacht hat, halt große Scheiße war. Och man, Manfred wird hier ausgeschlossen. Also ich verstehe es auch, alle sind sauer. Und ja, der kriegt keinen guten Morgen, gar nichts kriegt der. Mich haben auch schon irgendwie einsam wieder gefühlt. Ich habe mich auch gefragt, wenn jemand vielleicht auf mich zugekommen wäre, vielleicht. Aber es kam irgendwie keiner. Ja, vielleicht haben sich auch alle gegen mich verschworen. Also irgendwie, keine Ahnung. Da sitzt er jetzt alleine und frühstückt und weint. Weint sich da ins Müsli. Manfred. Tiago, auch mio. Manfred, was kochst du heute? Finde ich aber ein bisschen gut, dass Kevin ihn integriert. Er hat sich da nämlich so an den Tisch geschlichen und sich jetzt dahingesetzt. Ja, gucken wir mal. Also erstmal muss ich mich, glaube ich, entschuldigen für gestern. Ich das kannst du danach machen. Kevin. Lass ihn doch ausreden. Finde ich gut von Jan und allen anderen, dass die mal sagen, komm, Kevin, Piano. Es erfordert ja jetzt auch Courage, sich dahinzusetzen und zu sagen, sorry. Also ich meine, das ist ein Mann. Immer noch ein Mann. Das ist brutal provokant. Es ist, was soll das, Mann? Nee, also ich finde auch, dass das eher so ein Männerding ist. Also ich habe gestern zu mein Ellbogen zu weit ausgefahren. Glaube ich auch. Das war einfach so heftig, glaube ich, gestern. Also natürlich will ich auch hier gewinnen und den Konkurrenzkampf so ein bisschen noch anfachen. Im Nachhinein habe ich aber auch gemerkt, dass ich mich vielleicht zu weit aus dem Fenster gelehnt habe in meinen Ellbogen. Und wer kennt's denn nicht? Sich zu weit aus dem Fenster lehnen mit den Ellbogen. Das ist aber auch gefährlich. Ich glaube, jeder hat auch anderes so ein Gefühlsempfinden. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich streiche meine Freundin nicht. Mhm. Es tut mir leid, ich glaube, ich habe gestern einfach überreagiert. Ich finde, das hat er super gesagt. Entschuldigt sich da offiziell am Tisch. Besser geht doch gar nicht, Manfred. Ehre. Okay. Ja, hinterfotzig warst du. Red ich hinterfotzig. Ach komm, Jan, beruhig dich erstmal. Du warst auch nicht viel besser, als du dich wie ein unempathischer Typ hingesetzt hast und allen erzählt hast, wie toll es war mit Kim. Oh, tut mir leid. Aber freut mich, dass du es so siehst, ja. Freut mich auch, finde ich gut. Guck mal, der Max, der kann jetzt auch sagen, ist okay. Ich glaube, alle, Jan wollte nur noch mal kurz ein bisschen sticheln. Ich glaube, die Aussprache mit Manfred war sehr wichtig. Mich belastet sowas auch. Ich bin kein Mensch, der sich gerne streitet. Ich bin ein Mensch, der streitet sich wirklich sehr, sehr gerne. Würde das jemals jemand über sich sagen? Na, oh. Ich erschrocken. Ah, ja. Hi. Ich würde mich auch mal bei dir noch mal entschuldigen wegen gestern. Alles gut, Manfred. Ich glaube, ich habe gestern überreagiert, war ein bisschen ellenbogenmäßig gestern drauf und tut mir leid. Alles gut, ich bin da dir auch nicht nachtragend. Ich bin froh, dass du dich entschuldigst. Oh mein Gott, ich dachte, Bonn will den Raum verlassen erst. Ich dachte, der sagt so alles gut und Mama Platz, ich will hier vorbei. Nein, der umarmt ihn sofort und das ist doch einfach nur schön. Okay. Jetzt vergessen wir das und wir können ja
nach vorne schauen. Okay, danke dir. Ja? Was für ein toller Mann. Wir wollen alle irgendwie Kim für uns gewinnen. Ich denke mir aber, man muss halt nicht dreckig spielen. Ah, okay, jetzt muss ich aber nochmal revidieren, was ich eben gesagt hatte. Er hatte ja vorher schon gesagt, von wegen. Er versteht das nicht, warum das jetzt so krass ist. Und ich habe gesagt, ja, das ist ja ein Spiel. Er hat recht, man kann ja trotzdem fair spielen. Das habe ich nicht bedacht. Das war schon ein Kack-Move. Ja, hat er recht. Ich nehme die Entschuldigung von Manfred erstmal an. Ich denke aber, da kommt ehrlich gesagt noch was. Also ich glaube nicht, das ist das letzte Mal, dass ich irgendwie was von ihm höre. Maurice, du kriegst dein Date jetzt, aber sicher. Es gibt nämlich einen goldenen Umschlag. Ja, sonst, ja, ich habe schon gesagt, wenn ich da jetzt nicht drin stehe, betrinke ich mich. Ach komm, betrinken ist doch auch schön. Also ich meine ganz ehrlich, Daydrinking, was gibt's denn Besseres? Endlich. Endlich geht's los. Lange drauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit. Ach stimmt, das ist dein erstes Date, ne? Glückwunsch! Ja, Maurice ist dabei. Kevin und Max auch und noch ein paar andere. Es wird sportlich und ich glaube gerade bei Max, da zündet es jetzt mal so richtig los. Was für eine Vorfreude. Sehr geil. Wir sind beide wieder beim Date dabei. Wir freuen uns sehr. Ich glaube, Max hat jetzt schon Angst. Ich frage mich, was ich ihm dabei gedacht hat, mich zum Sportdate mitzunehmen. Ja, also es scheint, dass Max jetzt nicht die Sportskanone vom Dienst ist, ne? Jetzt wird's eng. Ich glaube, es könnte für Maurice ein bisschen schwierig sein, weil er bisher sehr, sehr schüchtern war. Ja, die sollen sich mal warm anziehen. Und ich weiß nicht, ob ich die Chance nochmal kriege, also muss ich jetzt die Chancen einfach nutzen. Ja, jetzt kann's losgehen. Mhm. Der kleine Teufelsdrachen, der hat ziemlich faustdick hinter den Ohren. Oh. Oh. Hallöchen. Sporty Spice. Ja, same. Wir werden ein kleines Beach-Workout machen. Ja, oh, sehr, sehr, ja, geil. Ja, sehr geil. Cool. Geilsten finde ich Max' Reaktion. Ja, pure Vorfreude. Heute möchte ich auf jeden Fall die Sportlichkeit und das Durchhaltevermögen der Jungs noch mal so ein bisschen auf die Probe stellen. Jetzt wird's eng. Bei 35 Grad in purer Sonne am Strand, da hätte ich's persönlich auch gemacht. Ich mag dicke Oberschenkel. Ja. Finde ich geil, so richtig schöne Keulen. Also pumpt mal, ihr kleinen dünnen Oberschenkel. Rast aus! Er ist gelaufen! Max bricht zusammen. Alle denken sich, bitte, bitte, bitte. Lass den armen Jungen noch ein paar Stunden am Leben. Denn der Max hat andere Talente. Dann machen wir vielleicht schon ein Sektchen auf. Gib ihm. Oh. Eine komplette Katastrophe. Ich sah aus wie Opa Werner, der nur das letzte Mal zuckt. Also gar nicht irgendwie. Ich fand, der sieht halt so gut aus und macht eine gute Figur dabei, ne? Hat jetzt vielleicht nicht einen Push-Up geschafft? Hätte ich auch nicht, von daher, alles gut. Ah, endlich. Ah. Ich wusste, du erhörst unsere Gebete. Natürlich. Das gefällt dir, ne? Da glotzen sie wieder alle und erfreuen sich. Er ist wieder hingiert hier. Kim hat ja auch ein krasses Body. Das ist ja wirklich ein Koloss von einem Mann. Und dass hier Thomas wieder sagt, Kim ist ein Koloss. Das habe ich mir auf die Zunge gebissen. Kim ist ein Koloss. Der ist doch selber so ein Koloss. Kriegt man Hunger. Einer der Jungs wird heute noch von mir ein Einzeldate bekommen und ich schau einfach mal, wo das heute vielleicht so ein bisschen knistert. Okay. Knister, knister, Knäuschen. Wer knistert an meinem Häuschen? Sehr unfreundliche Person. Ich fand die unter den Rock gucken. Ups, ein leichtes Mädchen. Auf jeden Fall ist es da, glaube ich, eher unspannend unter dem Rock. Weil die haben ja alle eine Badehose an, oder? Das ist meine Aufgabe, okay? Röcke sind meine. Ja? Steh mir nicht die Show. Well. Aber jetzt mal so hier, wo wir gerade bei leichtes Mädchen sind. Generell leicht zu erobern oder nicht so? Oder zu rumzukriegen? Inwiefern? Sexuell oder emotional? Emotional. In erster Linie ja erstmal emotional. In erster Linie erstmal sexuell, oder? Also das ist doch viel einfacher, jemanden da rumzukriegen. Aber was ich nicht verstehe, er reitet schon wieder jetzt an dieser Thematik. Auf dieser Thematik rum. Wir wissen ja, es ist ihm sehr wichtig, am besten als Jungfrau in so ein Format zu gehen. Nein, aber er sagte ja auch, ist nicht so sein Ding, wenn man mit vielen Sex hatte, weil dich dann jeder kennt und bla bla bla. Finde ich halt eine krasse Aussage, aber gut, wenn man halt dazu steht und so ist, dann ist das ja okay. Oder? Ich finde es immer schwierig, weil da, wo ich herkomme, gerade Berlin, ist natürlich auch nochmal ein Pflaster, wo man immer neue Leute trifft. Und ich glaube, dass sehr oft das halt passiert, so jetzt in unserer
Zeit, dass man sich halt zu viel umschaut und dann hat man doch keine Lust und deswegen. Diese Schnelllebigkeit. Ja, ja. Ich persönlich sehe mich überhaupt nicht so. Deswegen hatte ich auch, glaube ich, weniger Partner als viele andere hier im Haus. Einfach, weil ich auch lieber warte, bis ich da eine Verbindung spüre mit einem Partner. Ich glaube, bei mir ist eher so das Problem, dass... Dass ich mich nicht richtig eincremen kann. Wenn ich mich eincreme, dann irgendwie nur an ganz bestimmten Stellen. Aber ich lasse dann auch gerne mal was aus. Guck mal, seinen Sonnenbrand. Komplette Eskalation. Also schnell erobern nicht. Ich bin dann doch eher so der Vorsichtigere, aber auch wegen meiner Vergangenheit eher, weil ich da schon ein paar Sachen erlebt habe, die jetzt nicht so schön sind. Und ich glaube, das hat mich einfach ein bisschen vorsichtiger gemacht. Deswegen halt auch so Sachen, wenn ich dir halt sage, so hey, ich zieh mal einen Rock an oder sonst was, ne, denn das bin halt ich. Und ich habe das halt früher versteckt, weil ich immer Angst hatte, es zu zeigen. Ah, okay. Also er braucht jemanden, wo er wirklich ganz er selbst sein kann und ohne, dass die Person irgendwie verurteilt oder was. Thomas und ich kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Wir sind halt auch sehr queere Leute, sage ich jetzt mal. Und das ist immer sowas, wie das Leute auch sehr oft sagen, so, oh, ich finde es schön, aber Vögeln will ich es eigentlich nicht. Ah, okay. Und das krass. Wieso? Du bist gut, wie du bist. Das ist, glaube ich, auch was dazu führt, dass man sich oft dann so ein bisschen verstellt oder versteckt. Ja, also ich bewundere euch auch für euren Mut einfach und dass ihr wirklich sagen könnt, hey, pass auf, hier stehe ich. Ich ziehe einen Rock an und es sieht halt auch einfach geil aus. Ja. Das ist ein Look. Total, finde ich auch. Ist ja wirklich mutig. Ich finde, für Frauen gibt es sowas gar nicht. Was könnte ich jetzt tragen, wo man denken würde, boah, die traut sich was. Also jetzt von einem Mann her einen Anzug, wenn die Leute denken, ja... Ich glaube, das wird nicht so interessieren, aber mir würde da jetzt gar nichts einfallen. Maurice. Ja, bin auch noch da. Ja. Bin halt jetzt nicht so. Ja. Ihr merkt es ja gerade, nicht so der halt direkt so into it und bababababab. Ich beobachte dann und halt lieber Blickkontakt mit jemandem. Naja, gut, was soll er auch erzählen? Er trägt keine Röcke und überhaupt, ne? Hatte noch nie eine Beziehung. Waren jetzt nicht so seine Themen, glaube ich. Und ja, bin halt nicht so dieser Mensch in dieser großen Runde. Gut, dass er beim Gruppendate dabei ist. Perfekt. Dann dachte ich irgendwann, naja, eigentlich hast du dir was anderes vorgenommen. Und du musst es jetzt einfach riskieren, ziehst in dir raus. Könnte ich dich vielleicht mal kurz entführen? Gerne. Finde ich aber gut, dass er sich jetzt mal traut. Was sagen die anderen? Ich finde es sehr lapidar zu sagen immer, ja, ich komme ja gar nicht zu Wort und ihr seid so laut und ihr redet die ganze Zeit. Und ich finde, das stimmt nicht. Ich rede viel, ich rede gerne, das stimmt. Aber ich finde, ich bin niemand, der anderen das Wort abschneidet bzw. sie nicht zu Wort kommen lässt. Ich glaube, kleines gekratztes Ego. Ja, ich weiß gerade nicht, was so mit mir los ist. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, als ich heute diesen Briefumschlag gelesen habe, mal irgendwie so, ja, jetzt mal so für 20 Mann zu kämpfen. Ja. Das funktioniert ja wirklich 1A Spitzenklasse. Aber ich sag mal so, um die Schale mit den Ananas mitzunehmen, hat's gereicht. Und irgendwie, das ist ja gemerkt, ich sitze dann da und denke mir so, ach, irgendwie geht das nicht. Weil ich dann auch, ich kann dich auch nicht so angucken. Warum nicht? Ja, weil, deine Augen, das killt einen so ein bisschen. Wenn man sich da so verläuft und dann vergisst, was man eigentlich sagen möchte. Mhm. Ja, absolut. Also Maurice ist hin und weg, also wirklich, ne? Sobald die reden, ist das ein anderer Mensch. Als ich alleine mit Kim war, habe ich halt gedacht, okay, du musst jetzt ganz schnell in die Vollen gehen. Versuchen, ganz schnell diese tieferen Gespräche mit ihm zu haben. Dann bin ich ja mal gespannt, wie der das jetzt anstellt. Ja, ich merke irgendwie, auch wenn es noch nicht so viele Gespräche waren, die wir hatten, aber dass ja, diese Gespräche dann doch irgendwas ausgelöst haben, warum diese Fassade, die man halt über Jahre aufbaut, um halt nicht verletzt zu werden, dann halt langsam anfängt zu bröckeln. Ist echt schön, aber sind es nur die Gespräche oder ist es vielleicht auch noch das atemberaubend gut aussehende Aussehen von Kim? Kann Maurice da auch mal mit einbringen in sein überkrasses Verliebtsein? Im Endeffekt ist es doch das, was man so faszinierend findet an der anderen Person, wie die aussieht. Und dann ist die auch noch nett dazu, Jackpot. Aber wirklich viel geredet haben die halt wirklich nicht. Ich mag es auch, dass du die Initiative dann ergreifst und sagst, hey, du, pass auf, ich habe da einfach auch noch ein bisschen mehr zu erzählen als nur 2, 3 Sätze, die wir dann in der Villa haben auch. Wenn ich die genauso sehe wie du, dass ich es sehr genossen habe. Ich habe ein bisschen gehadert, weil Kim, das ist jetzt auch ein Mann, den würde ich niemals ansprechen. Also wenn ich den im Club sehen würde, ich hätte so Schiss, den anzusprechen, weil ich nicht wüsste, ob er auf mich steht. Ich find's geil, wie hardcore Thomas seinen Bauch einzieht. Alle anderen so, den Stress tue ich mir nicht an, ey. Ich bind das hier, das Tuch. Bin ich mir einfach über den Bauchnabel. Problem gelöst. Dachte mir auch so, Thomas, jetzt mal, los. Sehr unfreundliche Person. Oh nein. Jetzt hat er hier Drinks gemacht und versucht's.
Hoffentlich erfolgreich. Aber ich wollte dich jetzt mal ablösen mit den Drinks hier. Gibst du uns noch eben kurz? Natürlich. Ein paar Minütchen, aber also ein paar Sekündchen so. Ne? Ja, alles klar. Oh nein. Ja, man fühlt sich natürlich blöd. Ne? Also wenn du dann so weggeschickt wirst und dann war es auch noch so ein langer Weg und ich so, das ist the walk of shame. Ja. Ach, Thomas. Ach, Thomas. Ach, scheiße. Boah, das war eine harte Nummer, ganz ehrlich. Also... Ja, da du gerade schon so ein bisschen an der Kette gespielt hast, das ist halt auch so ein Ding, das habe ich kurz vor der Abreise bekommen, weil meine Familie halt weiß, wie emotional es ist. Und jetzt lach nicht, dass ich dummerweise dein Name. Ich wollte gerade sagen, so. Das habe ich auch dann irgendwann gewechselt. Oh shit, auf der Kette steht da Kim. Das ist ein dummer Zufall, weil die Freundin meiner Schwester halt auch Kim heißt. Warum steht der Name der Freundin seiner Schwester auf der Kette? Das finde ich sehr schön. Ach was. Okay. Und dann dachte ich so, entweder ist es Schicksal oder es... Ja. Sehen wir noch. Sehen wir noch, was das wird, ist, überhaupt. Schön, auch mal mehr von dir zu erfahren. Mhm. Der guckt immer noch so, ne? Das ist ein Standardgesicht. Ich merke halt immer, dass ich Kupo Felix ist und was er gerade so macht. Und er wirkt so auf den ersten Blick, als wäre er so ein ständig perfekt gemachter und so. Aber der ist halt so richtig bodenständig. Wer diesen Grill angemacht hat. Ist ganz schön abgegangen auf jeden Fall. Ja. Und ich war fasziniert von diesen Künsten, weil das würde man ihm gar nicht zutrauen. Hat mir imponiert. Geil, 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 geil. Ich liebe ja auch sowas, ne? Einfach männlich. Und habt ihr einen Tipp, wer länger bleiben könnte heute? Ich glaube, Robin oder Thomas. Was denkt ihr? Wer bleibt? Ich hätte tatsächlich gesagt Maurice. Nee. Ich glaube, Maurice ist, ein bisschen sehr zurückhaltend noch, oder? Ja, aber Cory hatte mir gesagt, bei seinem Gruppendate war er der Zurückhaltendste. Der hat sehr wenig gesagt. Ah. Und er wurde dann trotzdem genommen, deswegen... Stimmt. Ob er den Fehler nochmal macht? I doubt it. Aber wie viele Würstchen grillen die da, Junge? Das sind ja mindestens 30 Würstchen. Also, das wird eine Würstchenparty, aber vom Allerfeinsten, wenn ihr versteht, was ich meine. Es war sehr sexy. Ja, ich bin zu offensiv. Vielleicht. Ja, was für ein Wunder. Dann grinst er einfach so an mit seinen strahlenden Lächeln und dann ist man halt auch so hin und weg, ne? Ja, Thomas hat nämlich ja auch noch ein Einzelgespräch. Der erzählt viel über seinen Job und so, aber sonst auch nicht mehr. Aber irgendwie ist da auch ein kleiner Vibe. Es war ein sehr, sehr schönes Einzelgespräch. Da sind wir wieder. Ja. Ich habe noch eine kleine Überraschung. Diese Krawatte safe denjenigen vor der nächsten Entscheidungsnacht, vor der nächsten Gentleman's Night. Ich glaube, der meint vor der nächsten Krawattennacht. Und die würde ich gerne dir, Thomas, geben. Wow. Hm. Danke dir. Gerne. Wie geil. Er so. Süß. Wow, danke dir. Okay. Danke dir. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ach süß, das hätte er noch aufgemacht. Komm her, du, hol mich mal ab. Das ist einfach so ein super, super schönes Gefühl. Damit du nicht so lange zittern musst. Okay. Also, Gott sei Dank. Und, Kim, was findest du an Thomas? Bei Thomas ist es wahnsinnig toll, dass er ein Interesse signalisiert, aber dabei nicht aufdringlich ist. Wie nicht aufdringlich? Nicht so wie Manfred, oder was willst du sagen? Fickt euch doch alle, fickt euch einfach alle. Oder nicht so wie Cory. Und dann gibt es noch eine weitere Überraschung. Es wird ja nie langweilig bei mir, das muss man merkt schon. Sagen. Max, oh, Mann. Und zwar würde ich dich, Mo, gerne noch auf ein Einzeldate einladen. Oh. Nichts mehr sagen, sprachlos, einfach sprachlos. Maurice hat immer so den gewissen Schalk im Nacken, da steckt immer so ein bisschen... Kleines Lächeln im Mundwinkel. Weil der immer so guckt, ne? Bisschen wie der Grinch. Ich finde es reizvoll und ich möchte auf jeden Fall über Maurice noch so ein bisschen mehr Background-Informationen wissen. Ich finde das ein bisschen frech. Man weiß ja gar nicht, was der ernst meint und was nicht. Der Mo hat's Einzeldate abgesagt und Plot-Twist, der Thomas ist safe für nächste Woche. Jan denkt so, was? Diese Dirne. Thomas hat einfach wieder von seinem traurigen Leben erzählt und damit gewonnen, ganz ehrlich. Ich kann auch nichts dafür, dass mein Leben so toll ist. Ja, war wahrscheinlich echt so, ne? Ich bin ehrlich, ich werde dann ab und zu auch mal ein bisschen bitter.
Das ist schon okay. Und dann werde ich vielleicht auch unfair, weil ich irgendwie denke, es gibt andere Kandidaten, eingeschlossen mich, die hier schon versuchen zu zeigen, dass sie da sind, das Gespräch immer wieder suchen und alles geben. Gieß mich nicht, bitte. Und ich finde einfach, wenn Maurice nicht die Initiative ergreift, das ist seine eigene Schuld. Und dafür noch belohnt werden? Ah, er redet über Maurice. Ich sag mal so, willst du gelten, mach dich selten. Da würde ich einfach auch mal mit offenen Ohren durch die Villa laufen, denn Manfred hat diesen Satz schon bestimmt 10-mal gesagt jetzt in den 4 Folgen. Da muss man auch mal zuhören, was lernen. Und mich nervt das, um ehrlich zu sein, immer noch ein bisschen, dass Kim das scheinbar auch ein bisschen attraktiv findet. So 2 Einzeldates wurden jetzt schon so vergeudet. So. Ich find's geil, dass er das sagt und Jan steht daneben, der das andere Einzeldate hatte. Ah nee, der meint wahrscheinlich Cory und Corys Date und Mo's Date. Vielleicht meint auch Jans Date. Das finde ich ja super witzig. Oh, und das. Na, ich hoffe tatsächlich, vielleicht ist es besser, aber ich hoffe, dass dabei auch rauskommt, dass es vielleicht auch einfach nicht passt. Oder so. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Ja. Maurice passt nicht zu Kim. Gar keinen Fall. Hä? Alle sagen ja, nö, passt nicht zu Kim. Warum? Also, das wird alles gut. Auch Max sieht man wirklich immer richtig an, wenn er sich Sorgen macht. Ne? Dann fehlt dieses kleine freche Lächeln. Da ist alles einfach so. Wie bei der Nacht der Krawatte. Ne? Da ist er auch immer fix und fertig. Fick und fertig. Oder hat das erst ja, gemacht, komm, du hast das ganz toll gemacht. Also, du hast das ganz toll gemacht. Und Max so, du weißt auch gar nicht, was wir machen mussten. Wir mussten Sport machen und ich habe nicht mal einen Liegestütz geschafft. Ich würde jetzt aufpassen, wenn Manfred da um die Ecke kommt und er sieht euch kuscheln. Dann ist aber die Kacke wieder sowas von am Dampfen, ne? Ich bin so ein bisschen verunsichert. Ich kann es gerade nicht einschätzen, ob dieses Einzeldate wirklich gut läuft oder ob er sich damit aber gerade ins Ausschießt. Wieso gerade ins Ausschießt? Ich check das gar nicht. Was haben die denn alle gegen den? Ich möchte einfach die Zeit mit Kim haben. Es ist egal, was drumherum passiert. Und ich hoffe mir jetzt ganz tolle Stunden mit ihm und dass wir uns viel unterhalten werden. Und vielleicht auch so ein bisschen kuscheln. Vielleicht auch so ein bisschen kuscheln. Das würde mich ja auch freuen, wenn hier mal ein bisschen gekuschelt wird. Hey. Alles gut? Dankeschön. Gerne. Entspann dich. Ich hab das eben verpasst. Ich war etwas überfordert. Musst du nicht sein. Kann ich verstehen. Also wenn du da stehst und diesen Typen super mega krass attraktiv findest, dann ist man ja auch ein bisschen anders, ne? Ich wäre da genauso verstört, glaube ich. Kim ist kein x-beliebiger Typ. Er ist so scheiße heiß. Das ist schon sehr speziell und da kann einem auch schon ordentlich den Arsch auf Grundeis gehen. Ja, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich find's schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Ja? Ja. Gut. Dann Prost. Ist doch geil, wie anders der dann ist, ne? So. Freue mich auch sehr. Cheers. So. So, Junge, wo ist Mo? Grüßt euch erstmal. Maurice löst ein gutes Gefühl in mir aus und mein Körper reagiert auf Maurice. Wie krass. Das ist echt Chemie, Leute. Das ist was in der Luft. Das sind Vibes. Das ist doch wirklich ein ganz eindeutiger Blick, oder? Also würde mich ein Typ so angucken, dann würde ich sagen. Geht's los, oder was? Auf 3? 1, 2, 3. Abmarsch? Ins Schlafzimmer, oder wie? Maurice. Die reden nicht mal, ne? Die glotzen sich nur an und werfen sich erotische Blicke zu. That's it. Ja, bitte. Wie sahen so deine bisherigen Beziehungen aus? Schwierig. Warum? Ja, und jetzt erzählt er, hatte da was am Laufen. Es war dann so on-off-mäßig, aber es ist gar nicht erst zu der Beziehung gekommen. Es wäre dann die erste gewesen. Die erste was? Beziehung. Hattest du noch keine Beziehung? Nee. Ich bin da, glaube ich, zu wählerisch und habe eigentlich immer darauf gewartet, geflecht zu werden. Oh. Okay. Darf ich was fragen? Ist er zu wählerisch oder ist es auch, weil er sich doch erst vor einem Jahr geoutet hat? Also wie viele Beziehungen sollen er dann jetzt gehabt haben? Ich habe halt dieses Problem, dass ich mit Leuten in meinem Alter nichts anfangen kann. Die sind alle zu dumm. Viel zu dumm für mich. Ich hingegen bin sehr, sehr schlau, sehr, sehr gebildet. Ich brauche dasselbe Niveau an Geistigkeit, ja. Weil die für mich einfach noch ein Stück weiter zurück sind. Und brauche halt jemand, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Da fühle ich mich halt einfach wohler. Wieso fühlst du dich da wohler? Weil man den Kindern nicht immer die ganze Zeit was erklären muss, wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich, das ist es.
Maurice hat eine unglaublich sympathische Art. Also wenn der einen anschaut und wenn der lächelt, da schmilzt bei mir alles. Da schmilzt bei mir alles, also wirklich alles. Manche Dinge werden auch hart. Also jeder hat da einen anderen Aggregatzustand an meinem Körper. Ist es für dich irgendwie so ein Ausschlusskriterium, wenn man ohne Beziehungserfahrung hier hinkommt? Nee. Überhaupt nicht. Also Kim findet das doch 10 von 10. Am liebsten wird der da eine Jungfrau nehmen. Also das schreckt dich jetzt nicht irgendwie ab? Nee, überhaupt nicht. Du kannst jemanden haben, der schon 10 Beziehungen hatte und eine Vollkatastrophe letzten Endes charakterlich ist. Du kannst aber auch jemanden haben, der noch keine Beziehung hat. Und dann ist vielleicht auch ganz, ganz vorteilhaft einfach, wenn, das klingt halt so, aber wenn der noch nicht vorgeschädigt ist. Das ist ja einfach so. Jede Beziehung bringt ja auch irgendwie was mit sich. Und ich glaube, da trägt man schon so sein Päckchen dann letzten Endes. Und deswegen, nee, das finde ich überhaupt nicht. Stört mich überhaupt nicht. Beruhigt mich schon mal. Wie findet ihr das? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich verstehe, was er meint und er hat ja auch ein bisschen recht. Aber genauso kannst du doch auch komplett beziehungsunfähig sein, wenn du noch nie eine Beziehung hattest. Da würde ich mich halt fragen, so warum? Was ist denn dein Problem? Also ich bin komplett kaputt. Meine Erfahrung ist eigentlich eher, umso häufiger man in einer Beziehung war, desto mehr lernt man auch über Beziehungen. Und desto bessere Beziehungen führt man in der Zukunft. Weiß ich nicht, ob ich da Lust drauf hätte, ehrlich gesagt. Ich glaube, dem Kind ist einfach wirklich das Wichtigste, dass er keine Bitch da abkriegt. Ne? Keine, die da überall rumbumst, weil das ist wirklich absolutes No-Go. Thomas hat heute die grüne Krawatte bekommen, aber komischerweise war mein Tag heute richtig gut. Eieiei, zurück in der Villa und Anne ist immer noch wild am Flirten mit Felix, ne? Warum auch nicht? Ich meine, keiner hält die auf. Go for it. Trotzdem. Ich habe Emotionen aufgebaut anderen Leuten gegenüber in diesem Haus. Ich weiß nicht, wie weit das geht. Es ist auch jemand, der eigentlich überhaupt nicht mein Typ ist. Gar nicht. Aber es ist ein ganz lieber Mensch. Aber das sind meistens die Guten, ne? Die Richtigen für einen. Die eigentlich gar nicht dein Typ sind, aber trotzdem ist da was. Du fühlst was und denkst, vaskuläres Pochen, kickt rein. Ich weiß nicht warum, weil der sieht aus wie Scheiße, aber da ist was. Das sind die richtigen Leute. Haltet euch an die. Ja, fand ich auch. War bei mir echt so. Schön, dass er das jetzt auch nochmal ihm sagt. Gefällt mir. Ich glaube, heute ist mir einiges klar geworden. Über? Generell diese Situation hier. Mhm. Ich würde es auch nicht so aussprechen, der Person gegenüber. Der Person gegenüber, aka hier. Wie heißt der eigentlich? Ich habe den auch wirklich noch nie gesehen. Hier, Felix. Felix heißt er. Ich habe es schon 50 Mal gesagt. Ne? Wer bin ich eigentlich? Also, dumm bin ich auch, selbst obwohl ich so alt bin. Weil ich das Gefühl habe, das nicht zu riskieren, was wir gerade haben. Ich kann definitiv sagen, wie ich mich angezogen fühle und wie ich hier sehr attraktiv finde und dass ich dieser Person eine Möglichkeit geben würde, auch von meiner Seite aus einfach, auch mich besser kennenzulernen und ich mir die Möglichkeit gebe, ihn besser kennenzulernen. Und alles andere kann ich hier nicht bestätigen. Die reden in so einer Zaubersprache, ne? So eine Geheimsprache, aber der redet ja auch über Arne, oder? Redet er jetzt über wen anders? Das wäre ja komplett strange. Also abgesehen von Kim ist für mich auch Arne interessant. Ja, ich hatte heute auch ein ganz tolles Gespräch mit Arne, von daher open mind und mal sehen, was noch kommen wird. Arne, der sitzt da, redet über Arne und sagt, da ist eine Person. Genau wie Arne, ne? Was ist denn da los? Will man da auf Nummer sicher? Nicht zu viel sagen im Fernsehen. Ich sag das lieber später im Interview. Okay. Die Sterne sind ein bisschen mau. Ja, warte noch mal. Es ist doch noch hell. Okay. Ich bin noch romantisch. Ja, wir müssen ungeduldig. Kurze Frage, wie sollen die denn da überhaupt die Sterne sehen, wenn die umzingelt sind von 50 Scheinwerfern? Geht das überhaupt? Also ich warte jetzt noch ein paar Stunden. Da kommt gleich ein Stern, ich bin sicher. Und die Kameramänner so, ja, ja, mach du mal. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Lampen lassen wir stehen. Da habe ich jetzt keinen Einfluss drauf. Ich versuche wirklich, ich würde wirklich vieles möglich machen, aber das, Was würdest du denn so möglich machen? Keine Ahnung. Es kommt auf die Anforderungen drauf an. Ist da ein kleiner Moment? Natürlich ist da ein kleiner Moment. Ach, diese Augen, ey. Du kannst dich ruhig entspannen. Aha, ich bin dabei. It doesn't matter. Okay. Jetzt wird hier der zweite geknutscht. Gut. Okay, ciao. Jetzt bin ich. Ja, okay, ciao, sag ich auch, ey. Was war das? Oh, oh fuck.
Was? Das habe ich verloren. Warum? Weil er dann noch mit 15 weiteren Männern ist und wahrscheinlich nicht gewinnen wird. Also ich meine, vielleicht wird er auch gewinnen. Aber es ist ja Folge 4. Da passiert ja noch ordentlich was. Kim ist ja immer so, warum? Spiel mit dem Feuer. Du hast ja heute Nachmittag in der Sonne schon so sicher in deinem Gesicht. Hast du schon verloren. Ja. Ist zwar lustig, aber irgendwie auch wahr. Er spielt mit dem Feuer und jetzt ist es an ihm. Ach Mann. Fuck, ey. Was passiert hier? Aber geil. Ich finde es so krass, dass Moja wirklich so richtig verschossen scheint, ne? Eigentlich die perfekte Person für Kim. Oder? Der ist ja richtig so. Und Kim ist ja auch so. Und von daher. Gucken wir mal, wie es da weitergeht bei denen. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Es wird hier immer weiter geknutscht, 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 ne? Also die kriegen nicht genug voneinander. Ich bin dann immer wie so ein Teenie, ne? Stehen wir immer so. Ihr beiden seid doch gleich. Ah, da haben wir was gemeinsam. Oh, weißt du, sonst so 2 Meter gestanden und dann so. Es ist doch nur die beide im Wind. Oh Gott, ist das süß. Aber es ist auch gut, wenn man nicht immer so dieser Felsblock ist. Total. Das hat der Kim ja auch gesagt, dass ihm das wichtig ist, dass er sich mal fallen lassen kann. Naja, in der Villa, da wird getanzt. Wie wild. Hier, Vogue. Oder wie das heißt, Voguing. Ich weiß es nicht, aber guckt es euch an. Hier, Jean-Cédric, der kann das nämlich. Manfred, er geht so. Hier macht viel Spaß. Wir tanzen und trinken Wein und Gin Tonic. Mann, ich liebe den Move. Ich frage mich auch, was soll das sein? Das ist so die Wand und schwimmen, schwimmen, schwimmen. Kopf gestoßen, zurückgestoßen. Oder was? Und der Move ist mir scheißegal. Ich glaube, der ist auch wieder ein bisschen besoffen. Wir haben heute alle Moves ausgepackt, würde ich mal sagen. Alle beide, die du hast. Alle beide, die ich habe, habe ich 3-mal gezeigt. Genau mein Humor. Ich schwöre dir, gestern waren hier viele Sterne. Gestern standen da ja auch nicht 50 Scheinwerfer um euch rum, Lan. Wirklich? Du hast alle geklaut, ne? Ja, ich wollte dir die Sterne vom Himmel holen. Zack, Sushi wieder draußen. Kitschig! Aber ich find's schön. Könnte so bleiben. Hat er sich jetzt extra die Haare aufgemacht, Kim? Glaub schon, ne? Magst du heute Abend schlafen? Excuse me? Ich hab's. Es ist one question. Hat er nicht das gesagt zu Maurice? Einen Tag vorher? Wenn jemand mit vielen Menschen Sex hat, dann ist das einerseits ist es in Ordnung, es wäre nicht mein Fall. Man soll sich austoben, wenn man wenn man Single ist. Aber ich finde, es gibt halt auch immer so einen Negativ-Touch. Einfach möchte ich, dass mich jeder kennt, dass mich jeder hatte. Ich nicht. Definitiv nicht. Well. Okay, unser Prinz ist anscheinend doch eine kleine Dirne. Nee, ich meine, es ist jetzt die erste Person, die da übernachtet. Ne? Vielleicht bleibt sie auch dabei. Und jetzt wird hier nicht mehr groß geknutscht in den nächsten 10 Folgen. Das wird dann bestimmt richtig spannend für uns nochmal. Da ist jetzt aber natürlich ein Spotlight auf den Kim, weil wer sowas von sich sagt und beziehungsweise über andere denkt, der sitzt ja mal also fetter als fett im Glashaus. Gut, ich meine, die haben ja jetzt keinen Sex, aber worauf wird's denn da hinauslaufen? Jetzt mal ganz im Ernst. Die werden sich ja wohl nicht die Haare kämmen und streicheln, während die da übernachten, oder? Oder vielleicht die Schamhaare. Und dann kam einfach diese Frage. Aber nicht so, beherrscht dich? Rast du jetzt nicht direkt aus? Antworte einfach solide mit ja. Mhm. Mhm. Und wieder wird weiter geknutscht. Wir schauen mal in die Villa, weil die Boys, ne, die warten natürlich. Wann kommt er wieder? Wann kommt er wieder? Kommt er überhaupt wieder? Das kam unerwartet. Wenn er wegbleibt, dass Mond nicht wiederkommt. Hätte ich nicht gedacht, dass er nicht wiederkommt. Ja, stimmt. Also er ist jetzt schon wirklich sehr, sehr lange. Ja, das wird jetzt nicht kommt, mehr. Also jetzt kommt er wirklich nicht mehr wieder. Also ja, jetzt ist vorbei. Oh shit. Max hat wieder die Hände an Monks Kopf. Manfred sitzt daneben, Leute. Jetzt lernt doch mal aus euren Fehlern. Aber wir wissen, also Übernachtungsdate heißt ja jetzt auch nicht, dass die beiden Sex hatten. Ich glaube, die können doch wirklich vielleicht eine lange, sehr gute Unterhaltung geführt haben. Aber nicht alle. Nicht alle.
Die werden so bumsen, Alter. Der wird von A nach B geflankt, der eine und den anderen. Wer der Top und Bottom ist, keiner weiß. Was denkt ihr? Was ist denn eure Position so im Bett? Danke, Bon. Endlich werden hier mal spicy Topics ausgepackt. Ich habe mich schon gefragt, wann das hier endlich mal rund geht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Analhase. So typisch Frau, so, nee, ich mach das nicht. Und in den Beziehungen, die ich hatte, also wenn ich mit jemandem dauerhaft was hatte, dann kommt es ja doch öfter dazu. Und dann lasse ich mich dazu sicherlich mal breitschlagen, aber dann bin ich öfter wahrscheinlich die Top-Person. Aber sonst würde ich einfach sagen, kein Analsex bei Sex-Dates. Ja. Okay. Das ist ja mal eine spannende Ansicht. Was sagen die anderen? Das ist irre. Ich kann es nicht glauben, ich schwör's dir. Ach komm, Fabio, bei dir wäre bestimmt auch ein Bottom. Nee, aber was sagen denn die anderen Jungs? Ja, wow. Es könnte auch sein, dass mein nächster Partner, ich halt dann nur noch Bottom bin. Aber ich hatte jetzt noch, das muss ich ehrlich sagen, ich hatte jetzt noch keinen Partner, wo ich es dann irgendwann wirklich mich drauf gefreut habe, Bottom zu sein. Nee? So, bei mir genauso, ja. Das finde ich so krass. Also ist es dann so, einer ist Bottom, einer ist Top. Und dann klärt man das, bevor man bumst? Wahrscheinlich, ne? Oder landet man dann zusammen zu Hause und merkt, scheiße, wir sind beide Tops. Oder scheiße, wir sind beide Bottoms. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Oh, das finde ich aber schade, weil ich finde gerade diese Bottom-Situation, also ich finde, das hat so viel mit Vertrauen zu tun, dass man sich wohlfühlt. Voll. Weil ich finde gerade Bottom zu sein, macht nur Spaß, wenn man dem anderen vertrauen kann. Ja, voll. Deswegen könnte ich das niemals beim Sexdate. Also das wäre das Schlimmste für mich. Mhm. Ich würde dann auch nur da liegen. Bei mir ist es vielleicht gar nicht, dass es so sehr weh tut. Ich finde es, klar, ein bisschen unangenehm. Aber bei mir wäre es die ganze Zeit, ich würde nur angespannt da sitzen, weil ich bin ja auch so, was Körperhygiene angeht, so sehr. Ich würde ganz nur denken, bitte lass nichts drin sein. Ich könnte mich gar nicht zurücklehnen, weil ich die ganze Zeit nur wäre, oh, wäre das jetzt peinlich. Ich musste halt immer an Feuchtgebete denken, ne? Von Charlotte Roach. Habe ich damals mit 13 gelesen oder war 14. Da macht die auch so eine Art Reinigung, um dann ready zu sein für Analsex. Und das ist ja wirklich ein Akt, den du da vollziehen musst, ne? Bis es da losgeht. Deswegen, ich finde, Bottom ist halt so diese, jetzt nichts gegen Tops, ich finde, Bottom ist so diese wirklich anspruchsvolle Rolle. Ja, voll, du musst dich auch richtig vorbereiten. Von dir hängt alles ab. Hey, wie, von dir hängt alles ab? Aber wenn der andere zum Beispiel jetzt keinen Ständer hätte, der Top, dann geht's doch auch nicht. Also, davon hängt doch auch viel ab, oder? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Analverkehr ist eine Kunst für sich. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach was, worüber wir offener reden müssen. Beziehungsweise auch über die Tücken oder die Missstände offener reden müssen. Ja, die Tücken und Missstände vom Analsex. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, Robin. Hoffentlich wird das hier noch aufgeklärt. Oder ihr klärt mich in den Kommentaren auf, wie immer. Ne? Da freut sich die Mutti. Der Tag ist jetzt aber auch vorbei. Wir schalten direkt rein ins Liebesnest. Die haben gebumst, das sieht man doch. Ich nehme deinen Kadaver hier. In dieser kompletten Nacht, von der wir so gefühlt 3 Stunden geschlafen haben, haben wir 2 Stunden gebumst. Gab es keinen Moment, wo man keinen Körperkontakt hatte, weil es irgendwie, wir konnten irgendwie nicht ohne. Also entweder er steckte in mir oder ich in ihm. Das war wirklich, das war eine permanente Sache. Da war nichts nada niente ohne Kontakt. Perfekt. Traumdate. Nee, aber jetzt, wenn die wirklich gebumst haben, dann ist das doch... Also, da bin ich aber irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich hätte halt nicht gedacht, dass Kim so ist, weil er so getan hat, als wäre er nicht so. Ich würde ihn ja nicht verurteilen für irgendwas. Soll der da alle bumsen, wenn er will? Aber dann nicht so tun von... Ach. Also Leute, die viele Sexpartner hatten, ich weiß ja nicht, Abstand. Also ich möchte nicht so einer sein. Das finde ich irgendwie strange. Was ist deine Laune für später? Ich hab keinen Bock. Ich liebe diese Szene. Wie ist deine Laune für später? Kein Bock. Und er. Kim ist ja richtig dreckig gelacht. Geil. Eine Woche, Darling. Und 2 Wochen haben wir vor uns. Im schönsten Fall. Aber jetzt hat er schon gefickt, von daher. Sag mal, Manfred, nicht in diesem Ton. Nicht, wenn du die 2 Blumen da an deinem Ohr klemmen hast. So redet keine feine Dame. Der hat einen Sex? Bestimmt. Wieso? Ein Übernachtungsdate? Vielleicht. Die sind sich eigentlich alle sicher, dass die Sex hatten. Bis auf Max. Der denkt immer noch, die hatten nette Gespräche. Würde es dich abtörnen? Ja. Ja, mich würde es tatsächlich auch abtörnen. Deswegen... Oh. Ich hoffe, er sagt einfach nichts. Wenn es passiert ist, dass er es nicht einfach rumerzählt.
Okay, die beiden wollen wohl anscheinend keine Dirne als Prinz haben. Gott, steh mir bei. So langsam finde ich es ein bisschen unverschämt, ne? Du hast die grüne Krawatte. Du darfst jetzt nicht damit meckern. Was machen sie denn auch den ganzen Tag? Wie lange? Maurice ist ja auch ein Frühaufsteher, der liegt ja nicht mehr im Bett. Nö, die liegen nicht mehr im Bett. Es war sehr sexy. Die Nacht hätte das eincremen. Egal, Hauptsache sexy. To myself. Keep making love to each other. Also die hören auch nicht auf, ne? Da wird auch gerade, glaube ich, unter Wasser wild gefummelt. Wo ist die Unterwasserkamera, frage ich mich da. Maurice ist es wirklich das komplette Paket. Also es ist emotional, intellektuell und auch eine erotische Bindung und auch irgendwie Anziehung. Das ist ja krass. Und sehr schön. Jetzt ist aber time to say goodbye. Ich kann die Leute sonst denken, wie du rumläufst. Mal, ey, wie siehst du überhaupt schon wieder aus? Uff, die Knie. Meint ihr, Kim ist so ein Domina-Typ? Ich glaub schon. Auch dieses Schwing deinen Kadaver aus dem Bett. Das sind doch alles Sprüche, die er nicht zum ersten Mal bringt. Bis heute Abend. Hast du einen Ständer? Und jetzt schieb deinen Hintern vom Gelände. Gib mein Bestes. Schieb deinen Hintern vom Gelände. Schon wieder. Also, der tut so ein bisschen auf Christian Grey da in seiner Villa, ne? Okay, wow. Also, ich meine, hättet ihr die Chance bekommen, hättet ihr sie auch genutzt? Na? 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 Maurice kommt nach Hause, keiner hat Bock mit dem zu reden. Die sind alle angepisst. Ich glaube, ich habe ein bisschen die Stimmung zerstört. Manchen passt es halt wirklich absolut gar nicht. Möchtest du denn drüber sprechen? Ja, wenn ihr wollt, können wir uns da drüben hinsetzen. Warst du jetzt die ganze Zeit seit gestern Abend bis jetzt gerade? Ja. Er guckt wirklich die ganze Zeit raus. Ja, natürlich bin ich raus. Subtil wie immer. Ich kann mich ruhig sehen, dass ich beobachte. Genau so macht das Manfred. Oh mein Gott, John Cedric, ey, das war echt 1:1 gleich nachgemacht. Ja, und dann haben wir uns ganz lange unterhalten, viel gequatscht und ja, und dann. Dann so Dinge gemacht. Haben wir vielleicht gekuschelt und. Hat er den ersten Move gemacht, oder? Das ist immer eine wichtige Frage, ne? Ist das, weil die gleichgeschlechtlich sind? Oder warum fragt man das? Weil es ist ja ganz klar, dass bei Hetero-Beziehungen der Mann den ersten Schritt macht. Ich würde ja im Leben nicht den ersten Schritt machen. Wo kommen wir denn da hin? Es muss ja auch alles seine Ordnung haben im Universum. Sonst wird das ja alles noch, ihr wisst, außer Kontrolle geraten. Ja, ich war erst so ein bisschen verhalten ja. Und dann war es aber irgendwann so, ja. Und hat gepasst? Er hat gut reingepasst, wenn du das meinst. Hat harmoniert gleich oder wie war das? War sehr schön. Sehr schön. Und dann? Mehr passiert wie ein Kuss? Möchtest du nicht sagen? Zeig nicht. Okay. Bullshit. Red halt einfach drüber. Wir sind alle erwachsene Menschen, du verletzt mich deswegen nicht. Dadurch kriegt er natürlich wieder mehr Attention. Der hält sich halt so ein bisschen jetzt bedeckt. So, keine Ahnung, unnötig einfach. Ich sehe schon, bei Bonn hatte bereits über 500 Sexpartner. Der redet halt offen darüber. Ich habe 500 geflankt, das ist doch gar kein Problem. Das sage ich im Fernsehen, das könnt ihr mir da auch in die Bauchbinde schreiben. Mo ist da halt ein bisschen anders. Ich glaube, das ist auch einfach das Ding. Er will es jetzt nicht jeden unter die Nase reiben. Es ist ja auch sein Moment mit Kim. Muss man ja jetzt auch nicht unbedingt teilen. Die haben selbst auch nichts im Interview dazu gesagt. Will man, dass das Fernsehen weiß, man hat gebumst? Die Kameras waren ja nicht dabei, ne? Also im Endeffekt können sie sich das jetzt so legen, wie sie möchten. Er ist richtig kaputt und müde. Er hat schon die ganze Nacht, hat er es bestimmt wirklich getrieben. Ja, der liegt da halt echt die ganze Zeit. Ich glaube, der ist müde. 100 Pro, der hat gesagt, die haben 3 Stunden geschlafen. Und ich meine, der ist jetzt gerade voll der Outsider. Wo soll er hin? Egal, mit wem er reden würde, jeder würde doch fragen, und? Habt ihr gebumst? Und ich glaube, das will er halt auch gerade einfach nicht. Also es ist ja kein Ausweg. Natürlich hatten die Sex. Ich denke, dass er den Delfin eingetaucht hat in der Nacht. Digga, ja! Also mir ist es eigentlich relativ gleich, was da mit Maurice und Kim passiert ist. Aber wenn ich hier gerade potenziell den ersten Sex hatte mit dem Prinzen, dann feiere ich das doch ein bisschen. Und er ist einfach so lustlos dabei. Naja, er ist halt einfach fertig. Hast du mal die ganze Nacht durchgebumst? Da würdest du da wahrscheinlich auch in den Seilen hängen. Und ich finde es sehr geil, und wichtig zu wissen, dass Jan gesagt hat, eifersüchtig ist er nicht. Also jucken tut ihn das wirklich absolut gar nicht. Das tangiert ihn nicht mal peripher. Ja, will be fine.
Sehr viele haben sehr große Angst, fühlen sich sehr, sehr unsicher. It'll be fine, it'll be fine, it'll be fine, it'll be fine. Einfach geil, ne? Er sagt das und ist genau derjenige, der so unsicher ist. Ob er über sich selbst redet? Wahrscheinlich in seinen Augen nicht. Hi. Na? Ich bin immer noch verknallt in Kim. Kim, ich bin auch da, einmal noch. Hallo, sexy. Er sah sehr sexy aus, wie immer. Schön gestriegelt, die Haare nach hinten. Kurz, er hat gute Einblicke gewährt. Ja, Kim ist da, jetzt wird sich hier begrüßt, ne? Wie immer halt. Und einfach rundum süß. Alles gut. Ich hab nur das Gröbste erzählt, alles andere ist irgendwie dazu gedichtet, wenn irgendwas. Mhm. Also, same. Sam? Hat er die Jungs schon angerufen? Den allen bei WhatsApp eine Gruppennachricht geschrieben? Oder warum jetzt Sam? Tut die Beine weh. Sagt er das jetzt zu Maurice? Mir tut die Beine weh, wir haben so wild gebumst. Bisschen unpassend, oder? Ich bin nicht so der Analhase. Ohne Spaß, selbst ich habe heute gesagt, hier vorne, dieses Quartz, die wir im Sand gemacht haben, wir haben richtig fertig gemacht. Ja. Also, Respekt. Ach, der meint das wegen dem Sportdate. Alles klar. Aber was ich bei dir, und das wollte ich dir nämlich auch noch ins Gesicht sagen, da wollten so viele ein Einzeldate und du hast diese Chance bekommen. Diskutabel, warum? Diskutabel, warum? Also in meinen Augen hast du es wirklich absolut nicht verdient. Ich war zwar nicht dabei, aber das sagt hier jeder. Danke. Ich fand bei dir wirklich, dass als du es erzählt hast, so emotionslos. Also ohne Euphorie, ohne Freude. So wollte ich es euch aber einfach übermitteln. Hä? Aber Jan war es doch gar nicht dabei. Dann haben sie es wohl doch sich alle noch erzählt. Warum zeigen die uns das nicht, wenn die darüber reden? Ich muss es doch sehen. Okay, weil ich also euch nicht... Ja. Zeigen wollte, wie happy du eigentlich bist. Und dann sitzt da einer und sagt, hey, ich bin so happy, happy. Und alle so, toll, hätte ich auch gehabt. Also ich meine, ganz ehrlich, sind die alle nicht hergegangen und dachten, okay, er nimmt eine Person und die ist es dann. Also es ist klar, dass er alle ausprobiert. Ist das ein bisschen passiv-aggressiv? Will der jetzt nochmal sagen, Mo, selbst wenn du ihn heute gebumst hast, da werden noch alle anderen kommen und über den drüber rutschen? Also bleib mal auf dem Teppich? Oder warum sagt er das? So, es ist klar, dass das hier eine ganz große Prostitution wird. Oh, shit. Du, wenn du das Kim sagst, ne, dann ist aber hier Zappenduster dabei. So was will der nicht hören. Prostitution und so, mit sowas will der gar nichts zu tun haben. Das ist ein guter, ein braver. Das glaube ich nicht. Meinst du? Also er macht es schon bedacht. Der hat gesessen. Ich habe keine Ahnung, was da bei Maurice passiert. Der Egozentrismus, den definiert er nochmal neu. Ich finde, der verhält sich absolut angemessen. Aber das reicht jetzt dem Jan. Der schnappt sich jetzt den Prinzen und klärt dann nochmal, dass er weiterhin die Nummer 1 ist. Aber ich will nochmal sagen, eifersüchtig ist der nicht. Wie geht es dir? Ja, ein bisschen aufgewühlt. Ja? Durch diese Maurice-Situation. Hä? Wieso? Ich dachte, es juckt dich absolut gar nicht. Okay. Aber ich glaube, das muss ich dir ja nicht erläutern, dass uns das alle ein bisschen durch den Wind gebracht hat. Irgendwie funktioniert bei Jan ganz viel über Vibes. Einfach ein bisschen gucken, ein bisschen lächeln. Das ist schon sexy. Insofern, ich halte mich einfach immer noch an den Erinnerungen auf. Schön. An unsere romantische Zeit. Wir müssen Erinnerungen aufgefrischt werden? Vielleicht. Aber ich dachte, du willst noch was sagen. Mhm. Nicht? Jetzt hat der Maurice letzte Nacht gebumst. Und knutscht er jetzt? Ich bin immer noch verwirrt, weil es nicht zu dem Kim passt, der uns hier präsentiert wurde die letzten 3 Folgen. Hallo? Was bummst der dich da aufs Bett schon? Ich glaube, es hackt. Stell dir mal vor, Maurice wäre reingekommen. Ich muss sagen, für mich fühlte sich dieser Kuss sehr ehrlich an, sehr richtig, sehr, sehr vertraut auch einfach. Okay, zurück zur Thematik. Ja. Dein Schuh ist offen. Ja, ich weiß. Ich kann auf dich warten. Nimm dir deine Zeit. Okay. Okay, Jan denkt, er gewinnt. Perfekt. Aber zeitgleich sehe ich mich jetzt auch nicht die ganze Zeit hinterherrennen, um dir immer wieder zu sagen, hallo, ich bin noch da, denk an mich. Ja, das erwarte ich auch nicht von dir. Okay, gut, dann haben wir auch hier Fronten geklärt. Das finde ich gut. Ich sehe dich ja. Ich bin ja nicht blind. Ich sehe dich auch den ganzen Tag. Ja. Die sind schon ein bisschen zickig, wenn die miteinander reden. Ne? Also es ist wahrscheinlich eine gute Ebene. Die sind auf einer Wellenlänge. Aber ich glaube, wenn die zusammenkommen, da kracht es öfter mal. Einfach so rumgezicke. Weil beide können echt gut zicken. Ja, und auch wenn ich die Augen schließe. Oh. Oh. Ja, und derweil macht Max das, was Max am besten kann. Das Geräusch, ne? Wasser. Das erweckt in mir Lebensfreude. Jocelyn Rick auf jeden Fall nicht. Guck mal, der Schock des Lebens sitzt immer noch so. Es war keine Explosion oder sonst was. Die haben da nur den Korken pappen lassen. Jocelyn Rick, alles gut. Ey, der sieht doch da irgendwas, was ihn total schockiert. Wieso sehen wir das nicht?
Was ich mir jetzt über die letzten Tage gedacht habe, war, was genau weiß Kim von dir? Wo kannst du ansetzen? Und das ist also das, wo ich dich jetzt fragen wollen würde. Was würdest du jetzt mal fragen wollen von ja. dem Punkt? Ja, der will es intelligent machen, so auf den. Aber es ist ein bisschen unintelligent, weil da sind halt 18 Männer. Was soll Kim über dich wissen? Du bist einer von vielen. Was hart, ne? Aber es ist, glaube ich, noch so. Es ist so. Bist du der Meinung, dass du mir die Stirn bieten könntest? Ja. Okay. Also du bist nicht einschüchternd, ne? Unangenehme Stille. Da entwickelt sich einfach kein Gespräch. Ich habe das Gefühl, ich muss alles einfordern. Sag mir, was ich über dich wissen muss. Okay. Gefällt ihm nicht. Gefällt ihm nicht, so eine Art Konversation. Aber das war's dann noch mit dem Gespräch, ne? Das war's. Und Kim entscheidet selbstständig, der Nächste, den ich hier rannehme. Im wahrsten Sinne ist Arne. Ich hab's schon gehört. Wo waren wir denn hin? Rein. Hier, oder? Wir gehen rüber. Rüber? Ich hab da mal was vorbereitet. Der hat nämlich einen Plan. Der sagt dir wieder ganz genau. Und jetzt setz dich hin, du. Hatsch. Müssen wir jetzt hier stehen? Du kannst auch sitzen. Ja, gerne. Ich bin ein bisschen erschrocken gerade. Okay. Der arme Arne weiß gar nicht, wohin mit sich. Was passiert hier? Ich wollte doch gerade mit Felix weiterknutschen. Alles gut bei dir? Ja. Ich hab ein kleines Gefühlschaos. Vielleicht ein bisschen. Warum? Einfach so, weil ich nichts von dir richtig mitbekomme und hier halt 24 Stunden mit Menschen zusammenhänge. Warum wolltest du mit mir reden? Von hier auch immer. Es ist eine Dirne. Ich glaube, manchmal ist ein kleines bisschen Sicherheit gar nicht so verkehrt, oder? Also, ich war ja da, also, hör mir auf, ne? Ich war ja komplett überfordert eigentlich. Da hatte ich ja niemals mit gerechnet. Ich wollte ihm wirklich gerade alles erzählen, was in mir vorgeht, ne? Gut, dass du es nicht gemacht hast. Das ist aber auch ein Phänomen, ne? Anne will ihn gar nicht. Aber trotzdem kommt er immer wieder, also Kim immer wieder zu ihm. Und dann denkt er wieder, oh ja. Aber wenn er, sobald der aus den Augen ist, ist es auch wieder aus dem Sinn bei Anne. War es zu viel? Nee, überhaupt nicht. Okay. Oh, das finde ich schön, dass er das fragt. Ich glaube, das war vielleicht das, was ich ein bisschen gebraucht habe, ja. Dass heute dieser Kuss gefallen ist. Dass ich dieses Gefühl habe, dass er auch Interesse an mir hat. Das fehlte mir vorher. Ah, okay, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Er bleibt auch noch und überhaupt. Wird der Felix erstmal wieder hinten angestellt. Nein, ist auch wichtig, weil es geht hier um Kim. Ne? Prinz Charming, nicht Felix Charming. Und ich guck jetzt mal, was so passiert. Also im Moment habe ich das Gefühl, ich fahre gerade zweigleisig. Ah, der ist auch einfach ehrlich, ne? Das finde ich super. Der weiß, dass es Fernsehen und wir sehen eh alles. Nicht so wie der eine oder andere da. Im Interview erzähle ich einfach was anderes, dann im Date nochmal was anderes und zudem sage ich auch nochmal was anderes. Und ich bin mir sicher, das fällt keinem auf. Vielleicht haben wir ja nochmal irgendwann die Gelegenheit, dass wir auch after hours miteinander sprechen können. Na? I do my very best. Der will eine after hour, eine private. Warum denn noch nicht? Ja, wir waren bei euch auf dem Bett. Nicht dein Ernst. Ich musst du neu beziehen später. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er über den Kuss geredet hat. Das wird hier nicht klar. Jetzt hat er sich hier Mo geschnappt. Dankeschön. Du? Auch so. Ganz was für dich. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Ich hab wirklich das Zählen. Das ist mir jetzt schon aus den Fingern geglitten, weil er schon so viele heute mit so vielen hat er rumgemacht. Ich find's einfach so geil, ne? Weil er uns erzählen wollte, so einer ist er nicht. Genau so einer ist er. Du hast deine Zahnbürste bei mir vergessen. Hab ich extra da gelassen. Ach so, falls du nochmal wiederkommst. Okay, gut, alles klar. Sehr schlau. Ich hab einen Stein in Herzform gefunden. Oh shit, hat Mori mir da jetzt einen Stein hingelegt? In Herzform? So, vergiss mich nicht. Den Maurice gestern schon von mir bekommen hat, den hat er vergessen und den habe ich ihm dann heute nochmal zugesteckt, heimlich. Da ist es. Er hat den Stein gefunden, Mo gegeben. Kim, du bist so süß. Aber meine Zahnbürste hat er behalten. Das bedeutet was. Ich glaube, du wirst nochmal auf ein Einzeldate zum Übernachten, wirst nochmal geladen. Je nachdem, wie gut du dich angestellt hast letzte Nacht. Ah, es wird noch so kompliziert spannend. Ja, und jetzt ist ja auch, ne, Zapfenstreich. Komm, ein obszöner Satz noch von Robin. Look es runter. Und weg damit. Ja,
Es geht hier wirklich nicht jedem so gut. Vor allen Dingen Pascal geht sehr schlecht nach dem Katastrophengespräch. Also ich habe schon große Angst, heute nach Hause zu gehen. Mann, brief, sis. Oh fuck, ey, das ist doch nicht wahr. Was passiert denn überhaupt hier? Auch für Kim ist es ein bisschen hart heute. Deswegen muss ich mich heute leider von dreien von euch verabschieden. Jetzt wird's eng. Aber wer geht denn? Wir gucken uns hier wieder nur das Wichtigste an, ja? Bei unseren Gesprächen merke ich immer wieder, dass wir uns doch irgendwie im Kreis drehen und dass wir nicht weiterkommen. Und deswegen muss ich dir heute leider die Krawatte abnehmen. Ja, kann ich verstehen. Oh mein Gott. Ach Mann, ich würde ihn gerne in den Arm nehmen. Mach's gut. Das tat weh. Aber ich habe aber trotzdem gehofft, dass ich noch eine Chance bekomme. So, die letzte vielleicht. Aber das war dann jetzt meine letzte Chance. Und ich habe sie in Kims Augen nicht richtig genutzt. Mann, weil drei gehen mussten, sonst hättest du bestimmt noch eine bekommen. Ich habe mir noch mal Gedanken zu uns gemacht, was ich letzten Endes über dich weiß. Und das ist im Vergleich zu den anderen doch relativ wenig. Ich glaube einfach, dass wir das nicht aufholen können. Und insofern müsste ich wirklich um die Krawatte bringen. Alles klar. Oh nein. Der kennt ja nichts, ne? Steht da hinten auf der Tribüne. Nein. Kim, bitte noch nicht. Da läuft gerade was mit euch, mit uns. Das läuft wirklich gut. Bitte lass ihn noch mal kurz drin. So nach dem Motto. Aber krass. Ich glaube, der hätte gut gepasst. Also wenn das wirklich so ein gestandener Mann ist, der hier den Grill anschmeißt, das ist doch auch, was Kim gut findet. Der haut auch mal auf den Tisch. Ich bin gerade traurig. Was ich nicht sein sollte, weil ich das Ding noch habe. Das ist natürlich jetzt schade. Also vor allen Dingen für Arne. Während unserer Konversation sprichst du immer viel, hast viele Gedanken. Aber leider trennen sich hier unsere Wege und ich muss um die Krawatte bitten. Das ist sehr schade. Ach. Merci beaucoup. Merci. Merci. Das ist wirklich schade, Jean-Cédric. Aber ich glaube, du hättest vielleicht doch mal ein bisschen mehr wie eine Dirne dich ranschmeißen müssen. Ich werde die Liebe weitersuchen, werde vielleicht sie finden. Oh, ich meine. Du wirst sie finden, bestimmt. Hast du sie schon gefunden? Für mich ist ganz klar, dass ich jetzt gemerkt habe, das geht hier um... Um Sex. Halt auch, ne? Seit Folge 4. Alter, ey. New Record. Warum klatscht ihr? Richtig war's. Es geht um Gefühle, es geht um Verliebtsein und es geht, wenn alles gut läuft, um Liebe. Apropos Liebe. Arne bricht halt immer noch zusammen. Das war's mit der Folge, ihr süßen Mäuse. Ich finde bislang die krasseste. Es ist so viel passiert. Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was sind eure Gedanken zu der Folge? Und wir schauen jetzt mal, wie es hier weitergeht. Ich flipp aus. Sauberhaftes Geschäft. Einfach abgefuckt, ganz ehrlich. Was soll ich denn noch machen? Soll ich ihm einen blasen? Nein, bin ich so eine Hure. Ein Kuss, der sehr stürmisch war. Kleinen Dreckschweine. Und die anderen Schlampen, ich kann nach Hause gehen. Ich habe ihn schon mal geküsst, ja. Ich sag euch nicht wahr. Ich weiß nicht, wie lange ich noch warte. Ein, zwei Tage. Bitte hör auf, dir zu wünschen, nie wieder aufzuwachen. Es ist einfach wahnsinnig krass zu sehen, wie einfach man einen Mensch zerstören kann, ohne zu wissen, was er eigentlich alles schon durchgemacht hat. Ich muss ja heute die Krawatte leider abnehmen. Falls sich noch jemand meldet, der kann gerne meinen Job übernehmen. Julian! Ja, and that's it. Alter, was geht denn hier schon wieder ab? Und nein, Julian hat seinen Job nicht übernommen. Ich bin in keiner Abwehrhaltung, aber ich bin vorsichtig, wen ich an mich heranlasse. Süßen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Bis dann, haut rein. Peace. Tschüss.